Guten Abend, ich bin der André Igler. Habe die Ehre, als Bundesvorstand auch in Kärnten gewesen zu sein. Ich sage jetzt einmal, gut, erstens habe ich einen Blog heute, zwei sogar, im Forum abgeladen, wo ich im Prinzip das vorweggenommen habe, was wir jetzt hier sagen. Also erstens einmal, warum haben wir in Kärnten verloren? Und wir haben solide verloren. Wir haben, damit wir das gleich angeben, 3.200 Stimmen bekommen, haben dafür 47.000 Euro ausgegeben. Das sind die teuersten Stimmen aller Zeiten. Wir haben 17 Euro pro Stimme ausgegeben. Das ist mehr als jede andere Partei pro Stimme in Kärnten. Es hat der Spitzenkandidat sich erwartet in Villach, 4.000 Leute, gekriegt hat er 380. Also wir haben voll daneben gegriffen. Warum? Das ist jetzt meine Interpretation. Wir haben deshalb daneben gegriffen, weil wir den Wählern nichts geboten haben. Warum soll jemand die Piraten wählen? Warum soll er uns wählen? Warum soll er uns die Stimme geben mit dem ersten Risiko, dass es überhaupt verloren ist? Und selbst wenn wir hineinkommen, wo immer wir hinein wollen, wer sind wir? Was bieten wir? Der Kollege aus dem Gemeinderat im 8. Bezirk hat das schon angesagt. Das ist ein alter Trick. Es gibt eine Unique Selling Proposition. Ich habe das Unique Voting Proposition genannt. Und die haben wir nicht. Gab zumindest in Kärnten keinen Grund, uns zu wählen. Wir hatten drei Programmpunkte ausgewählt. Die haben wir basisdemokratisch bestimmt, alles wunderbar. Der erste war Transparenz. Danke, geht ohne Piraten. Die Sozen und die Grünen tanzen das in Kärnten gerade vor. Erste Klasse, muss man dazu übrigens sagen, oder? Brauchen wir uns nicht. Zweiter Punkt, soziales Wohnen. Warum sollen wir das können? Wir, wenn wir das wollen, wenn wir uns das einbilden, wenn wir das gern hätten, ja klar, transparent sind wir alle, schön, klingt wunderbar, nett, setzen, der Nächste. Warum soll der Fiesimer sich bei Transparenz besser auskennen als der Holub, der das schon seit 6 Jahren macht, erfolgreich, und irgendeinen Haberer hat im Bund, der das noch seit 10 Jahren erfolgreicher macht? Ja, seine Kopfhaut ist Transparenz, aber das ist kein, noch einmal, der Wähler ist nicht blöd. Der Wähler, selbst der Protestwähler, geht mit seiner Stimme sehr sorgsam um. Und der überlegt sich das genau. Okay, hätte es den Zwerg Wumste nicht gegeben, hätte es vielleicht gereicht. Das dritte war, wahrscheinlich Öffi. Das hat in Kärnten keine Sau interessiert. Aber zumindest waren wir die Einzigen, die das hatten. Und nach der Wahl hat der Kaiser, der übrigens ein kluger Kopf ist, uns eingeladen, rat einmal, was er uns angeboten hat. Wahrscheinlich ist, da dürfen wir dann mitreden. Aber Transparenz braucht er uns nicht. Und alles, also, ach, Computer, die sich selber wegschalten, ich liebe sie. Daneben haben wir es auch noch so verschissen in der Exekution. Ich bin überzeugt davon, dass die Mehrheit der Wähler uns überhaupt erst am Wahlzettel begegnet ist. Jesus, schau, die Piraten. Ja, das ist aber nicht genug. Also es gibt den Charme der Unprofessionalität der Piraten, ja. Aber das heute nicht bis zum Wahltag. Gut, wir haben 3.200 oder sowas Stimmen bekommen. Das ist der harte Kern. Die haben uns trotz unseres, Verzeihung, schlecht exekutierten Wahlkampfs mit den falschen Themen gewählt. Das ist immerhin etwas. Aber es reicht vorne und hinten nicht. Und was bedeutet das für uns?
Ich habe daraus 5 Thesen abgeleitet, die ich jetzt hier zur Diskussion stelle und die ich morgen in einem Slot weiter diskutieren möchte. Part 1. Wir werden weder als Linkspartei 2.0, noch als We2, noch als irgendeine, noch schau wie lustig auch noch wer, auch den Funken einer Chance haben. Wir müssen diese besagte Unique Voting Proposition, das muss so sein, dass die Leute sagen, das will ich. Dafür riskiere ich, eine Partei zu wählen, wo ich A, nicht weiß, ob es überhaupt was bringt und wo ich B, auch nicht weiß, selbst wenn sie hineinkommen, ob sie dort nicht à la OFA oder sonst irgendwie das Chaos verbreiten. Nicht sagt, das stimmt nicht. Den OFA haben wir und den wissen die Leute. Da kommt schon irgendwie so, habt ihr nicht irgendwo, da war doch was und so. Also, wir müssen dem Wähler etwas anbieten, wo er sagt, okay, das ist mir wert, das mache ich. Der erste Punkt. Wir müssen professioneller werden, es hilft nichts. Dieser Charme des Unprofessionellen, dieses, ach, wir sind die lieben Piraten, wir müssen das nicht können, wir setzen das mit gutem Willen. Hast du zum Beispiel bei den Pressemeldungen schon gesagt. Das kriegt ein mitleidiges Lächeln. Mal schau, wie nett, putzig die Piraten. Ja? Ich will nicht putzig sein, ich will Nationalrat und denen dort den Arsch aufreißen. Aufpassen, es tut weh. Ja, ich weiß, Albert. Nein. Und das, was ich heute schon vorhin gesagt habe. Wenn sie merken, dass wir ihnen gefährlich werden, dann werden sie gehässig werden. Bösartig. Und dann fressen sie uns, so wie wir derzeit aufgestellt sind, zum Frühstück mit Butter. Also, wir müssen professioneller werden, professioneller im Auftreten, professioneller in der Arbeit, professioneller in der Einstellung. Wobei professioneller könnte man diskutieren. Ernsthafter, überzeugter, planmäßiger, wir müssen wissen, was wir tun. Und wir müssen auch professioneller werden, im Ergebnis unserer Arbeit. Vom Verzeihen, den verwackelten Videos vom Frosty angefangen, bis zu den 3 Tage zu spät ausgeschickten Presse, was auch immer. Wobei, wenn wir das Engagement alle vom Frosty hätten, hätten wir ein Problem weniger. Aber das ist wurscht, ihr versteht, was ich meine. Wir können einfach nicht mehr nur als die Chaos-Truppe auftreten. Dritter Punkt. Zeit. Jeder von uns. Geht nicht. Mich hat in der Diskussion um das Zahlen der Kosten entsetzt, dass es tatsächlich einen Vorschlag gab, das sollen Sie dich selber zahlen. Und das wurde auch diskutiert, das ist dann eh anders ausgegangen. Aber die Vorstellung, dass nur die Zwergbumstis dieser Welt mit Kohle Politik machen dürfen, die finde ich einfach scheiße. Entschuldigung. Also, wir können von jedem die Zeit einfordern, die er uns geben will, umsonst. Aber, ich habe das geschrieben, die zugigen Hotelzimmer, die geschissenen Pforten, das hastig hinuntergewirkte Gulasch im Bahnhofsbuffet, das müssen wir ihnen ersetzen. Wenn einer sagt, ich habe genug, danke, ich lade euch darauf ein, wunderbar, wir haben eh hin und vorn kein Geld. Aber so, ohne Geld kann Musi wird es nicht spielen. Es hilft nichts. Ja? Wir müssen uns überlegen, was, wo, wie viel. Aber so diese grundsätzliche Einstellung, wir machen alles ohne Geld, weil wir sind die Piraten und wir ersetzen alles nur mit der Einstellung, wir sind leibernd und essen in der Früh ordentlich Cornflakes. Das wird nicht reichen. Wir müssen uns entscheiden, wo wir was einsetzen. Aber wenn wir eine Partei haben wollen, dann müssen wir auch eine führen. Und das kostet leider auch Geld. Der vierte Punkt ist, der basisdemokratische Ansatz bei uns, es kommt alles, ist alles hier schon mal vorgekommen heute, in verschiedenen Formen. Der basisdemokratische Ansatz dafür bei uns, den ich total mittrage, der führt dazu, dass sich jeder für alles zuständig fühlt, und jeder alles in Frage stellt, ununterbrochen. Und am Ende vertraut keiner keinem und dann wird alles wieder aufgerissen.
Und am Ende passiert nichts. Also, das geht nicht. Wir müssen uns Kompetenzen zuordnen. Den Leuten, das ist halt schon mehrmals gesagt worden, jeder Wahlkampf braucht einen Mikey. Ich habe das bei uns gesehen. Am Ende ist der Günther aufgestanden und gesagt, du bist dort, du bist dort, du bist dort. Dann hat es funktioniert. Vorher nicht. Zum Beispiel beim Unterschriften sammeln. Ich sage dann gern noch anschließend was, was dann so im Detail passiert ist. Also, wir müssen eine Struktur haben, wir müssen dieser Struktur vertrauen und wir müssen einander vertrauen. Ich muss dem sagen, du machst es und dann macht er das und dann stellt er es nicht in Frage anschließend, ob er das auch wirklich leibend gemacht hat. Geht immer besser, ist auch gut so, aber trotzdem, das gemacht, passt, sitzt. Wenn wir alles permanent in Frage stellen, dann werden wir nirgends hinkommen. Und der letzte Punkt war der, dass diese unsägliche Diskussion über Online und Offline aufhören muss. Die Piraten sind eine Internetpartei, wir sind geboren im Internet, wir kommen aus und wir leben im Internet. Das Internet prägt jeden Tag unseres Lebens, nämlich für jeden von uns in Wirklichkeit, für jeden Österreicher. Wir sind die erste Partei, die das erkennt. Wir können diese Offliner-Diskussion nicht, ich will es einfach nicht. Ja? Also ich denke mir, es gibt immer eine Lösung für Leute, die das Internet nicht so wollen. Da gibt es Ansätze dazu. Aber dass wir einfach sagen, wir machen einen Offline-Wahlkampf und scheißen auf das, das geht nicht. Vor allem diese sinnlose Diskussion, darüber muss aufhören. So. Das war so grosso modo das, was ich in diesem Blogpost gesagt habe. Erfahrungen aus dem Wahlkampf. Kann ich mich eigentlich, war alles schon gesagt worden heute, vom Fiesemann, von den Deutschen. Einer verantwortlich sein, der sagt, was passiert. Und das darf nicht in Frage gestellt, sonst einfach machen. Du musst die Ressourcen, du hast bündeln und zielgerecht einsetzen. Und mittendrin ändert man keine Pläne und stellt keine Diskussionen. Vorher und nachher. Wir haben sicher verabsäumt, piratische Themen zu haben. Und wir haben die auch nicht kommuniziert, trotz des vielen Geldes, das wir ausgegeben haben, weil wir alles Mögliche kommuniziert haben, aber nicht unsere Kernmessage. Wir hatten nämlich keine. Wir haben versucht, teilweise den Grazer Wahlkampf zu kopieren. Ein völliger Blödsinn. Der Urbane versus eine ländliche Stadt ist Klagenfurt mit was weiß ich, irgendwie 40.000 Einwohner, vergiss es. Also schwere Fehler gemacht in dieser Reihe. Ich hätte gerne morgen einen Slot gemacht mit, was wäre so eine Kernaussage, was könnte so eine Unique Voting Proposition sein. Da gibt es auch einen Blogpost, wenn ihr den vorher lesen wollt. Steht alles im Ich denke mir, ich kann es nicht wiederholen, wenn wir dem Wähler nicht einen ganz klaren Kanon an Möglichkeiten anbieten und sagen, das willst, dann musst du uns wählen, weil sonst spürt es nicht. Und da gibt es genug Möglichkeiten. Es gibt genug Themen, die nur uns gehören. Aber wie gesagt, mit MeToo-Themen keine Chance. Dankeschön. Danke, André. Wir haben schon überzogen, deswegen nur ganz kurz zwei Fragen. Wem fallen Fragen ein? Alles andere wird vertagt auf die Sessions morgen. Wer hat eine Frage? Rodrigo möchte was sagen. Also der C3O hat gemeint, ich soll meine Aussage in eine Frage kleiden, damit es drin bleibt. Also es ist keine Frage. Aber es ist eine Frage, ne? Und die Geschichte ist die, er hat vollkommen recht und alle Leute, die hier aktiv waren, die können auch aus Erfahrung sprechen. Ich war ja auch teilweise bei den Wahlkämpfen dabei. Wir haben uns gemeinsam den Arsch abgefroren in Graz
Und wie, aber er hat ein bisschen mehr Dämpfung als ich. Gut, auf alle Fälle, Albert, you're welcome. Das, was ich sagen will, ist, dass wir haben die Themen, wir haben auch das Herzblut, wir haben auch die Leute, die die Zeit und die Kraft und Energie einsetzen. Nur müssen wir das runterbrechen auf das tägliche Leben der Bevölkerung. Erst ab dem Zeitpunkt, wo sie verstehen, dass Partizipation das bedeutet, dass sie sich eine Wohnung leisten können, das bedeutet, dass sie ein Recht haben auf Mobilität, erst ab dem Zeitpunkt, wo sie sozusagen die politische Arbeit der Piraten in ihrem täglichen Leben sehen, erst ab dem Zeitpunkt werden wir sie im Herzen haben, beziehungsweise werden wir sie erreichen mit dem Bauch. Und das ist die Mobilisierungsgeschichte, die die Grünen gehabt haben in Hamburg, wo sie sich angekettet haben. Sachliche Hinterfütterung ist extrem wichtig, damit wir nicht diese Chaotentruppe darstellen, die wir sie sind. Oder, naja, ja, okay, shit, Freud. Nein, völlig Fälle. Zu Recht, völlig zu unterstütze ich. Okay, aber schauen wir mal, dass der Informationsfluss nicht bei der Schulter aufhört, sondern bis zum Herzen geht und bis zum Magen. Und wenn wir das haben, dann wird es sich von alleine richten, weil wir sind auf der richtigen Seite, auf der Seite der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Danke.